Herzlich willkommen bei Radio Vom aus Hamburg. Ein irres Spiel liegt hinter uns. Hamburg schlägt Altenholz. 37:34 ist es am Ende auf der Anzeigetafel. Niklas Weller, Jonas Otzen sind bei mir. Wir wollen das Ganze so ein bisschen analysieren. Meine Stimme ist weg, aber ich glaube, ihr habt so gejubelt. Du kannst trotzdem noch ein ganz bisschen sprechen. Glückwunsch erstmal zum Sieg. Typische Eingangsfrage, woran hat es gelegen? Ja, also wir sind super gestartet ins Spiel und es war eigentlich die ganze Zeit auf Augenhöhe. Eigentlich wieder das Hinspiel, sehr, sehr enges Spiel, ein sehr, sehr, sehr schnelles Spiel, wieder sehr viele Tore. Und dann am Ende, muss man sagen, haben wir einfach dieses Mal das bisschen bessere Händchen in der Schlussphase. Glaube ich auch im Vergleich zum Hinspiel, diesmal wir den bisschen besseren Torhüter. Justin, ein super Spiel gemacht, erste Halbzeit, zweite Halbzeit auch wichtige Dinger gehalten. Und auf der Weidenholz eben ein, zwei Bälle durchgerutscht, gerade in der wichtigen Phase. Ja, so dass man dann, dass wir dann 5, 6 Tore, glaube ich, mal weg waren mit noch 10 Minuten zu spielen oder sowas. Ja, dann hatten wir uns noch kurz versucht, uns mit der offensiven Abwehr zu überraschen, aber das haben wir dann, ich sag mal, mehr oder weniger souverän noch zu Ende gespielt. Man hatte irgendwie nie den Eindruck, dass ihr irgendwie den Hauch eines Zweifels hier lassen wollt, dass ihr das Ding nach Hause bringt. Naja, also wir spielen hier zu Hause und wenn man sieht, wie viele Spiele wir jetzt in Folge gewonnen haben, dann ist es ein absolutes Ziel von uns, hier nicht zu verlieren. Und ich denke, dass mit Altenholz hier mit HU vielleicht der stärkste Gegner in der Liga jetzt bei uns war und da ist man natürlich besonders motiviert und ja, so haben wir befreit aufgespielt und ja, wenn es dann läuft mit den Zuschauern am Rücken, dann kann man auch eben gegen die gewinnen. Hamburg behält also den Heimnimbus, aber man muss auch sagen, wenn man einer Mannschaft zugetraut hätte, den hier für sich zu brechen, dann der TSV Altenholz. Jonas, warum habt ihr die ersten 20 Minuten, würde ich schon fast allgemein sagen, ja so ein bisschen verschlafen? Ja, also ich denke mal, alle waren so ein bisschen beeindruckt auf jeden Fall von der Kulisse, dass wir uns nicht getraut haben, mit 100% da wirklich in die Aktion reinzugehen und haben dann in der Abwehr einfach zu offensiv im Prinzip agiert, beziehungsweise dann alle zusammen zu offensiv, dadurch, dass sich viele Lücken geboten haben. Niva hat da ein paar Dinger dann vom Kreis gekriegt und dann hat JT uns ordentlich welche eingeschweißt von hinten und letztendlich haben wir das Spiel heute in der Abwehr verloren. Ist das tatsächlich so ein Faktor auch, die Zuschauer? Ich weiß nicht, also man gibt das ja immer nicht so richtig zu, sage ich mal, dass das jetzt so ein Faktor ist, aber irgendwo ist es dann halt bestimmt doch in den Köpfen drin und kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob das jetzt immer der ausschlaggebende Faktor ist, aber ich denke, wir haben 34 Tore geworfen, das ist auch immer noch eine ganze Menge. Absolut. Aber 37 sind halt deutlich zu viele kassiert. Jetzt kennt ihr ja schon ziemlich eure Kulisse. Jetzt hat Live sein Heimdebüt heute quasi gegeben und hat gespielt, als ob er nie etwas anderes bei euch getan hätte. Wie stark schätzt du ihn ein? Ja, also er war ja auch schon mal öfters mal zum Zugucken hier und hat ja das irgendwie Kulisse schon mal gesehen. Und letzte Woche auch in Flensburg mit uns gespielt, sodass er jetzt nur noch die Kulisse neu war, nicht auch noch die Mannschaft. Ja, ich denke, er hat auch viel mittrainiert bei uns und er ist ein klasse Junge. Er macht das wirklich gut dafür, dass er 17 Jahre alt ist, glaube ich, 99er Jahrgang. Er ist unfassbar schnell, unfassbar wendig und ja, ein super großes Talent. Und freut mich zu sehen, dass er es auch vor so einer Kulisse und auch im Herrenbereich eben auf die Platte bringen kann. Ja, hat er ganz stark gemacht und wenn er weiter an sich arbeitet, dann wird er mal ein großer wahrscheinlich. Eine Frage muss natürlich noch kommen. 2 Tage nach dem Trainerwechsel, heute diese schwere Partie, vor dem Spiel konnte man nicht einschätzen, ausgerechnet vor diesem Spiel oder gerade rechtzeitig für dieses Spiel. Was war heute der Trainereffekt oder war das ein Trainereffekt? Ja, es ist immer ganz schwer zu sagen, an wo uns dann liegt. Ich denke, dass es so eine Veränderung, Personalveränderung immer einen Schub geben kann. Das ist auch vollkommen unabhängig davon, was vorher für eine Arbeit geleistet wurde und wie. Also ich will da jetzt gar nicht in die Pfanne hauen oder sowas, aber sowas gibt immer einen Impuls. Und ich denke, wir hatten mit Toto Mittwoch und Donnerstag 2 sehr gute Trainingseinheiten und hat eine sehr gute Ansprache gemacht, hat das sehr gut zum Team gesprochen, auch während des Spiels. Ja, und dann setzt das eben vielleicht bei dem einen oder anderen doch dann nochmal Kräfte frei und ist dann neuer Effekt. Aber wir müssen gucken, dass wir das jetzt eben die nächsten Wochen auch weiter durchziehen. Wir haben 2 super dumme Niederlagen in den letzten beiden Wochen gemacht und wollen jetzt die Saison eben noch sehr, sehr gut und vernünftig zu Ende spielen. Also viel Spielpraxis für viele Spieler heute auf der Platte, unter anderem eben auch Live aus der A-Jugend oder auch Dominik Vogt, ein ganz starkes Spiel gemacht. Letzte Frage, Altenholz, 2 Siege fehlen netto noch bis zum Gewinn der Meisterschaft. Was bedeutet jetzt dieses Spiel? Vergesst ihr das jetzt, versucht ihr das irgendwie mitzunehmen und nächste Woche gegen Fredenbeck von 0 zu starten und dann sagt ihr, geile Erfahrung,
Jetzt zählt's richtig? Ja, also was heißt von null zu starten? Also wir haben ja eine sehr, sehr gute Saison einfach gespielt jetzt. Haben auch diesen Heimnimbus, den Hamburg ja auch hat. Nächste Woche geht es dann zu Hause gegen Friedenbeck, glaube ich. Da wollen wir auf jeden Fall auch ungeschlagen bleiben und die letzten zwei Siege so schnell wie möglich einfahren, die uns noch fehlen. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg. Dankeschön. Auf dem Weg dahin. Euch auch. Was bedeutet das jetzt für das Aufstiegsrennen? Letzte Frage. Ja, wir sind, wir haben es nicht komplett außen vor gelassen. Mal gucken, was Henschel macht. Wir sind eigentlich eine souveräne Truppe, deswegen. Aber man soll niemals nie sagen im Sport, und dann schauen wir mal, was am Ende mal rumkommt. Ich denke, wir können zufrieden sein. Wir gucken noch Potsdam hierher. Unser Visier geht erstmal auf unsere eigenen Spiele und auf den dritten Platz. Und dann schauen wir am Ende, was passiert. Also, rechnerisch alles noch möglich. Vielen Dank euch. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Das war Radio Vom aus Hamburg. Ciao.